Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Oh yeah. Und wir befinden uns hier gerade noch im Gebiet des Wolfes und ich habe nämlich festgestellt, was das hier, wenn ihr Ereignis Rettung, ist mir scheißegal. Wir müssen doch hier noch zwei Posten einnehmen, ne? Dann werden wir das heute machen, bevor wir jetzt weiterreisen. Weil das wäre mir schon wichtig, dass wir die beiden noch einnehmen werden. Möchte ich hier irgendwie hoch? Ich will nicht an der Venya-Rettung teilnehmen. Aber ich muss anscheinend. Na komm, ist hier irgendwas? Ja, hier, komm. Okay, hab mich getroffen. Das war knapp. Fast wollte er ihn töten, ey. Ey, diese drecksschwere Keule, ne? Ich will die nicht haben. Hast aber Glück gehabt, dass ich schnell reagiert habe, mein Freund. Mir fehlt Tierhaut. Ich sehe hier überall Tierhaut rumlaufen. Aber ich laufe einfach mal weiter. Bitte was? So, Tierhaut. Bäm. Das knurste so, ups. Alter, kommt näher und ich schwör's euch, ich bringe euch sowas von um. Irgendwer läuft da hinten rum. So. Und der ist auch weg. Habt ihr Tierhaut für mich? Hä? Da. So, Verzeihung. Gesundheit, ich selbst. Ich bin ein wenig erkältet, deswegen werde ich wohl ein bisschen niesen. In den nächsten paar Wochen. So. Haben wir denn hier noch kleine Tierchen? Na gut, ich habe verfehlt. Ach komm. Na geht doch. Super, bestens. Jetzt habe ich noch einen Speer. Naja, immerhin konnte ich jetzt zwei bauen. Was verfolgt mich da schon wieder? Ach, sind die Wölfe da unten, ne? Naja. So, da hinten ist das Dorf. Dann lass uns schon mal dahin gehen. Bevor hier irgendwelche Gegner noch auftauchen. Oh, was für eine gute Position, Leute. Heilige Scheiße. Okay. Sollen die erstmal jagen? Da haben wir schon mal ein Horn. Da haben wir ein Tier. Oh Gott, das sind viele. Ich würde mal glatt behaupten, den Typen werden wir hier töten. Die haben hier zwei, drei Tiere. Die können wir freilassen. Und die Horntypen sollten wir töten. Lasst uns mal sehen, wie wir da am besten reinkommen. Am besten, ich befreie irgendwie erstmal die Tierchen, ne? Ich denke mal, die werden mir einen guten Vorteil geben können. Bist du in einem Käfig? Okay. Okay. Scheiße. Der Wolf rennt auf mich zu. Anstatt alle anderen zu töten. Nein, töte mich. Was tut ich denn? Oh Gott. Okay. Da ist wohl noch so ein Hornfuzzi. Den sollte ich erstmal beseitigen irgendwie. Und da war noch einer, ne? Da war noch einer.
Habe ich mir fast gedacht. Wie machen wir das, Leute? Beruhig dich, Kleiner, beruhig dich. Wir müssen zuerst den da oben erledigen, aber dann würden wir quasi die anderen auf uns aufmerksam machen. Es sei denn, ich laufe einmal rum. Hör auf zu knurren, Mann. Wir hören das doch. Dieser scheiß Horntyp da hinten, ne? Ich kann auch einfach nicht mit Pfeil und Bogen auf ihn zielen, weil das wird ihn höchstwahrscheinlich nicht umbringen. Ich muss mich ganz sachte einschleichen. So, das ist mein Horntyp, ne? Da ist der andere Horntyp. Dann haben wir da hinten auf jeden Fall noch ein normales Horn. Huch. Das normale Horn bist du auch noch zerstören. So, Sichtkontakt ist unterbrochen. Perfekt. Ja, muss das sein? Kannst du damit nicht irgendwie hinter einen Baum gehen oder so? Okay. Wir haben da noch zwei Hörner und ein paar Tierchen. Sie sind in der Alarmbereitschaft. Oh, oh. Sie sind in der Alarmbereitschaft. Ich sollte mich hier erstmal verziehen. Shit. Okay, das war knapp. Wie machen wir das jetzt, Leute? Wie machen wir das jetzt? Es ist gar nicht mal so einfach. Gehen wir erstmal zum ersten Horn, das ist eine gute Idee. Aber ich kann höchstwahrscheinlich mit meiner Eule nicht die Hörner kaputt machen, oder? Okay, so viel dazu. Bin voll sneaky, Alter. Das andere Horn ist da hinten. Oh je, da kommt irgendwas. Shit. Ah, ich habe keine Keule mehr. Okay. Ich hoffe, sie holen keine Hilfe. Mein Tierchen dreht durch. Ist mir egal, solange sie mich nicht gefunden haben. Hätte ja auch das Tierchen einfach sein können, das sie gerade alle umgebracht hat. Shit. Jetzt aber still zum Horn. Das ist das letzte Horn. Danach können sie keine Hilfe mehr holen. Nein, da sind zwei. Da sind noch zwei Hörner. Oder noch ein Horn. Okay. Ich würde sagen, ich ziehe mir das rein. Jetzt geh doch raus, ich hab dich befreit, Mann. Sehr schön. Jetzt hatte ich nur noch abwarten und Tee trinken. Shit, ich wurde entdeckt. Ich muss zum Horn. Du gehst nicht zum Horn, ich geh zum Horn.
Okay, jetzt sollte ich mich nur verbissen, denn die Dicken will ich auf jeden Fall von hinten erwischen. Wieso rennt da hinten jemand rum? Guck dir den mal an. Läuft der weg oder was? Ja, cool, der ist weg. Warum auch nicht? Ich habe natürlich keine Speere mehr. Aber die sind nur noch zu dritt. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Und der letzte, der rennt da hinten herum. Ich weiß nicht, was er da macht. Guck ihn hier an, den Idioten, der letzte Überlebende, und der checkt's einfach nicht. Ha, 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 ha. Sehr schön. Quackerstein aus Boston. Bam, bam, bam. Kein Alarm ausgelöst. Avenger-Bevölkerung erhöht. So, was will ich sehen. So. Und als nächstes gehen wir zum Leuchtfeuer. Das ist ein bisschen kleiner. Und dann sind wir durch damit. Wieso ist da hinten noch ein Tierchen? Lass meine Bevölkerung in Ruhe. Was soll denn das? Wieder ist noch mehr. Hat den Posten gerade erst gesichert. Was soll denn das? Okay. Okay. Muss keiner verstehen. Ach, Avenger-Rettung. Ach so. Ja, wieso nicht? Einer getötet, einer wiederbekommen. So einfach geht das. Na komm raus, ich weiß, dass du jetzt da gleich rauskommst und ich knall dich ab und dann bist du tot. Okay. Okay. Selber schuld, dass du zu dieser Truppe gehörst. So, weiter in die Richtung. Wir müssen einfach nur einmal quer durch den Dschungel. Dann holen wir uns den Außenposten und dann haben wir dieses Gebiet gesichert. Säbelzahntiger gegen Bär. Ne, das ist kein Bär. Nashorn. Feige Sau. Weißt du, wenn ich das Nashorn treffe, willst du mich töten. Und dann kommt da so ein Säbelzahntiger und davor hat Angst, oder was? Was ist denn Scheiß? Wir müssen eigentlich noch Dachsfell organisieren, ne? Also wir finden hier echt alles zu Genüge, außer Dachsfell. Ah, damals war es hier ein bisschen härter, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, wie wir angefangen hatten. Aber wir haben auch keine Chance gegen irgendjemanden gehabt. Und jetzt... Ja, jetzt seid ihr alle tot. Wie habe ich euch verfehlt? Oh, fuck. So, noch jemand hier? Nein? Okay. Gebt mir euren Stuff. Wir haben eigentlich alles abgeschlossen soweit, ne? Außer im Dorf meine eigene Hütte. Und die zwei neuen, die dazukommen müssen. Ach, das ist ein Kerl. Ich dachte die ganze Zeit, das ist eine Frau. Okay. 173. 300 können wir insgesamt kriegen. Das muss ich unbedingt noch verbessern. Adlerholz, das ist ja gar kein Problem. Oder Alderholz. Dachsfell, zwei Dachsfälle. Mehr brauche ich nicht.
werde mich wohl gleich in der Folgenpause mal drauf und dran machen, einfach mal ein bisschen Dachsfell zu sammeln. Ernsthaft? Tötet er mich hier fast? Ich will meine Speere haben. Alter! Töte mich halt! Ist klar! Jesus Beast! Okay, ich habe schon mal besser getroffen, ich geb's zu. Na, wenigstens habe ich alle meine wieder. Ach Gott! Ah, jedenfalls haben wir es geschafft. Da oben ist das Leuchtfeuer. Das werden wir heute auch wohl noch hinkriegen. Das ist ja easy. Seht ihr, da können wir sogar hoch. Hallo? Was bringt das denn, hier hochzugehen, wenn man hier nicht höher kann? Wollte schon sagen. So, was haben wir denn da so Schönes? Ja, gar nicht mal so viel, ne? Keine Tiere. 3-4 Leute, mehr nicht. Wir beseitigen am besten mal den Hortypen, ne? Ja. Ist wohl die beste Entscheidung. Okay. Das war easy, würde ich sagen. Ich hoffe, er sieht die Leichen nicht. Easy going, Alter. Easy going. Ach, ich liebe diesen Stab. Ist einfach fantastisch. So, mein Leuchtfeuer. 6 Stück nur noch. Ja, Mensch. Wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. So. Erstmal meine Munition wieder einsammeln. Hallo? Da haben wir noch ein Wildschwein. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. Hä? Da muss doch irgendwo die Leiche liegen. Da. Dankeschön. Noch jemand hier? Ich glaube soweit nicht, aber hier ist eine versteckte Höhle. Pushra-Pfad entdeckt. Ja, gut. Höhlenhamsterer. Naja, ein Totem gesetzt, wieso nicht? Ich hab mit ein bisschen mehr gerechnet hinter der Höhle. Aber gut. War halt nur Crap drinne. Was willst du machen? So, damit haben wir dieses Gebiet auch ausgeräuchert. Karte. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Dahin oder dahin? Es werden definitiv die letzten Missionen sein, die wir hier machen. Bei beiden kriegen wir was. Aber da ist noch der Urki, der Fehler, oder was steht da? Der Denker, meine ich. Ach, ist das nicht der Verrückte? War da nicht was? Egal, wir werden uns hier runterarbeiten. Bis zu dem Kollegen. Also quasi Leuchtfeuer, Außenposten und das war's eigentlich.
Und dann gehen wir nochmal zum Denker und gehen dann, ich würde sagen, zum. Ja. Zu der Tussi, ne? Erstmal zu der Tussi und dann der dicke Kerl. Das hört sich gut an, finde ich. So kann man das machen. So, da das aber alles so weit weg ist, würde ich einfach sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und dann sehen wir uns auch direkt beim Leuchtfeuer. Das heißt, wir werden da direkt warten. Und ich werde da direkt warten auf euch. Und dann sehen wir uns da. Allerdings machen wir noch auf jeden Fall hier Gesundheit. Bam. Nahrungsbooster, was haben wir noch? Stachelbomben. Präzise Schleuder. Und für eine Schleuder. Was ist denn für eine Schleuder? Ich habe keine Schleuder, hä? Schleuder. Schleudere Steine schneller weiter. Achso. Das müssen wir noch kurz testen, Leute. Uno momento. Winja One. Wash hat. Oh Gott, das war kein Stein. Das war kein Stein. Okay. Hoppla, ich glaub jetzt ist er gegen mich, oder? Ich glaube, jetzt ist er gegen mich. Ich muss ihn leider beseitigen. Vermisst den Dorfbewohner. So ein Bullshit, okay. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. War nur ein Test? Ja, war nur ein Test, Mann. Dreh jetzt mal nicht durch. Okay, tatsächlich. Steinschleuder. Hä? Nein, ich will nicht noch einen von meinen eigenen Leuten töten. Zwei sind genug. Na super. Klasse. Ich wollte die Folge beenden. Ich wollte nur gucken, was das für eine Steinschleuder ist. Ja! Theoretisch habe ich unendlich Munition mit der Steinschleuder, ne? Take these! Wie lange es wohl dauert, bis er umkippt? Ich glaube, da kipp ich eher um. Jetzt stirb doch mal! Na komm! Tu mir einfach den Gefallen, ja? Jetzt steckt er noch fest. Kann er überhaupt dadurch sterben? Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, dass er durch Steine nicht sterben kann. Ist nur so ein Gefühl. Na gut, Freunde, ich werde das hier jetzt eine Weile lang durchziehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und dann sage ich euch Bescheid, ob er gestorben ist. Haut rein, euer Zero. Tschüss.